von der Schönen und dem Biest, das Märchen vom verwunschenen Prinzen, der trotz seiner Hässlichkeit die Liebe einer schönen Bürgerstochter erringt, wird nicht korrekt wiedererzählt. Darauf haben die Ludwigsburger bewusst verzichtet. Die nehmen einzelne Stücke heraus und versuchen, die in Bewegung umzusetzen. Das ist die Trainerin Patsy Hall-Coburn. Und das ist das Vorspiel. Das wird noch nicht bewertet. Die eigentliche Wertung beginnt mit einem Gongschlag und dann sind es genau 4 Minuten und 30 Sekunden, die beachtet und genau bewertet werden. Jetzt also die Wertungszeit.
Scarlet, später dann träumte sie von ihrem Prinzen, Prinz Charming. Und dann gab es jene Szene im Mob-Song, in dem das Volk aggressiv den Tod des Beasts fordert. Kill the Beast. Ludwigsburg also mit einer insgesamten, möchte ich sagen, fröhlichen, lustigen Darbietung. Bunt wie ein paar Tupfer vom vergangenen Sommer.